Sie hören SBS German. Eltern junger Kinder wissen es natürlich, heute ist der 6. Dezember. Und wie bei vielen kam auch bei uns als deutsche Familie in Australien trotz der Ferne zur deutschen Heimat heute der Nikolaus. Doch wer ist Nikolaus eigentlich? Mein Kollege Adrian Plitzko hat sich schlau gemacht. Adrian, wer ist dieser Nikolaus? Der Nikolaus, das ist eine echte Figur, den gab es wirklich und gibt es heute scheinbar immer noch. Also die Kinder glauben das zumindest. Der Nikolaus war nicht nur eine Person damals, sondern ist zu einer Person verschmolzen aus zwei historischen Personen. Und zwar begann das im 3. Jahrhundert schon. Damals hieß er Nikolaus von Myra. Der war Bischof dieser Stadt in der Türkei. Und dann im 6. Jahrhundert gab es einen anderen Nikolaus von Sion. Und das war in der Nähe von Myra, auch in der Türkei. Also aus diesen zwei Personen wurde der eine Nikolaus, wie wir ihn heute kennen. Und warum ist er so berühmt geworden? Was hat ihn so beliebt gemacht? Also der Nikolaus war ein Heiliger. Und er soll zum Beispiel zahlreiche Wunder vollbracht haben. Er soll Seeleute gerettet haben, Tote zum Leben erweckt sogar und vor allem arme Menschen geholfen haben. Da gibt es eine ganz berühmte Geschichte. Es war ein Vater, der hatte drei Töchter und die Familie war bitterarm, so arm, dass der Vater keine andere Wahl hatte, als dann am nächsten Tag seine drei Töchter auf die Straße zu schicken, also sprich, sie der Prostitution zu überliefern. Und Nikolaus hat davon Wind bekommen und ist die Nacht davor heimlich, hat er sich an das Haus herangeschlichen. Ein Fenster stand offen und er schmiss drei Goldklumpen in das Schlafzimmer der Töchter oder der Mädchen. Und diese Goldklumpen, die hatten so die Größe eines Apfels. Und darum sieht man auch heute noch auf vielen Bildern den Nikolaus, wie er drei Äpfel in seinen Händen hält. Und diese drei Goldklumpen haben die Familie natürlich gerettet und die Töchter, also sie mussten dann nicht als Prostituierte arbeiten gehen. Ja, das war tatsächlich eine sehr gute Tat von dem Nikolaus. Aber er wird ja auch als Schutzpatron der Seefahrer angesehen. Was hat's denn damit auf sich? Ja, er ist der Schutzpatron der Seefahrer und Kaufleute. Er hat Seeleute gerettet, wenn sie in Not gerieten, hat die Navigation übernommen oder hat die Segel zurechtgesetzt oder sogar Stürme hat er dann wieder beruhigt, sodass die Seefahrer sicher wieder ans Land kamen. Im Mittelalter war er eigentlich der beliebteste Heilige und allen Heiligen. Er war auch quasi der Schutzpatron der Hanse und darum sieht man heute noch in Hansestädten in Deutschland wie Rostock, Wismar oder Stralsund. Also findet man dort noch Kirchen, die nach ihm benannt sind, also Nikolaikirchen. Warum bringt denn der Nikolaus jetzt den Kindern diese Gaben? Das hat ja eigentlich alles nichts mit diesen kleinen Geschenken und Mandeln und Orangen und so weiter zu tun. Also in dem Sinn hat es schon was zu tun, denn wie gesagt, er ist sehr bekannt als ein gutmütiger, barmherziger Mensch, einer, der Nächstenliebe lebt, der ehrlich ist, der hilfsbereit ist. Und im 19. Jahrhundert wurde das dann so langsam Mode und Trend, dass er dann am 6. Dezember kam und Kinder beschenkte. Aber nicht nur hat er brave, artige Kinder beschenkt, sondern unartige Kinder hat er bestraft. Und dafür hat er auch Hilfe. Das war der Knecht Ruprecht. In der Schweiz zum Beispiel, wo ich herkomme, heißt Ruprecht schmutzlich und sein Gesicht wird meistens schwarz gefärbt, sodass er dann wirklich furchterregend aussieht und den Kindern Angst macht. Und wer nicht artig war, der wird entweder mit der Rute geschlagen, was heute wahrscheinlich nicht vorkommen darf, oder er wird in den Sack gesteckt und verschleppt, davongetragen. Ich erinnere mich an meine Kindheit, als zwei Freundinnen meiner Oma immer als Nikolaus und Knecht Ruprecht am Abend des 6. Dezember zu uns nach Hause kamen. Und obwohl ich genau wusste, wer das war, hatte ich trotzdem panische Angst, dass mich der Knecht Ruprecht in seinen Sack steckt. Dann warst du wahrscheinlich kein artiges Mädchen, Julia, wenn du Angst haben musstest damals. Das kann sein. Nee, ich war natürlich immer sehr artig und er hat mich ja auch nicht mitgenommen, sondern kleine Geschenke und Schokolade gebracht. Aber warum
ist das alles am 6. Dezember passiert oder warum geht das immer am 6. Dezember vor sich? Der 6. Dezember ist der Namenstag Nikolaus, aber das beruht auch auf einer Sage, auf einer Geschichte aus dem 9. Jahrhundert. Damals gab es ein reiches Ehepaar, das vergeblich einen Sohn haben wollte. Es hat einfach nie geklappt. Der Ehemann hat sich dann vorgenommen, zu Nikolaus zu gehen und ihm um seine Barmherzigkeit anzufragen, dass er hilft, dass seine Frau ein Kind gebären kann. Aber als er dann endlich ankam an dem Ort, an dem Nikolaus lebte damals, war der schon tot. Mhm. Und da blieb dem reichen Mann nichts anderes übrig, als ein Leinentuch vom Totenbett zu nehmen, oder er hat es bekommen und hat dann dafür eine Kapelle errichtet. Und wie ein Wunder, am 6. Dezember in dem Jahr hat dann seine Frau tatsächlich einen Sohn geboren. Und dann wurde halt dann immer am 6. Dezember, also am Geburtstag dieses Kindes, wurde das ganz gebührlich gefeiert. Und eines Tages wurde dann dieser Sohn, also noch ein Kind war, wurde verschleppt von einer kriegerischen Partei. Und er musste dann als Mundschenker arbeiten für den damaligen König. Und am 6. Dezember stand er traurig da und der König fragte ihn, was ist denn los, warum traurig? Und hat ihm die Geschichte erzählt, dass er gern an seine Familie denkt, die an diesem Tag immer den Nikolaus feiert, also nicht nur ihn, seinen Geburtstag, sondern den heiligen Nikolaus. Und der König wurde zornig und hat ihm gesagt, der Nikolaus kann machen, was er will, du bleibst hier für den Rest deines Lebens. Und in dem Moment kam ein Sturm auf, ein Wirbelsturm, erfasste diesen Sohn, diesen Knaben, und brachte ihn zurück vor die Tür der Kapelle. Darum ist also dieser 6. Dezember ein ganz großer heiliger Tag. Das ist ja eigentlich eine ziemlich verrückte Geschichte. Aber den Nikolaus, den sieht man ja mal mit Bischofsmütze und mal mit Fellmütze. Wie sieht denn der echte Nikolaus eigentlich aus? Der heilige Nikolaus, der war ja ein Bischof damals im 3. Jahrhundert. Und wie die Bischof traditionell in seinem Bischofsgewand mit Bischofsmütze, so eine spitze Mütze. Und so sieht er auch noch heute aus, vor allem im südlichen Teil Deutschlands und in der Schweiz. Sondern eher im Norden, dass man ihn kennt als einen alten, gemütlichen Mann mit Vollbart und einem knallroten Gewand. Ist das so ähnlich wie der Weihnachtsmann in den USA aus der Cola-Werbung? Ja, so sieht er heute aus, aber ist keine amerikanische Erfindung. Auch dieser Nikolaus war ja eigentlich Nikolaus in erster Linie, wurde erfunden von einer deutschen Auswanderin in den USA. Und das war noch im 19. Jahrhundert, also 1862 genau. Thomas Nast war das, der diesen Weihnachtsmann gezeichnet hat. Und das war erst 60 Jahre später, dass dann Coca-Cola diesen Weihnachtsmann, diesen gemütlichen alten Mann mit seiner Fellmütze und Vollbart übernommen hat für die eigene Werbung. Und seither kennt man ihn als Weihnachtsmann. Was ja viele Kinder auch ein bisschen verwirrt, die aus Deutschland kommen, weil der tatsächlich ein bisschen aussieht wie der Nikolaus. Ja, aber man muss sich ja ganz, ganz deutlich auseinanderhalten, dass der heilige Nikolaus ist eine reale Person, die wirklich gelebt hat. Und der Weihnachtsmann ist ein völliger fiktiver Charakter. Ja, Adrian Plitzko, vielen Dank für diese Information. Danke, Julia. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.